Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind auf dem Weg in Richtung Treffen 5. Das aktivieren wir einmal und dann würde ich sagen, starten wir hier gleich los und gucken mal, dass wir dort auch ankommen. Da ist noch alles okay. Dort unten haben wir Treffen 5. Da machen wir uns mal auf den Weg hin. So, jetzt sind wir angekommen und mal gucken, wo es uns angezeigt wird da vorne. Ja, und da machen wir uns jetzt mal hin. Und ich hole euch gleich wieder mit dabei, sobald wir im Landeanflug sind. So, hier haben wir Glück, dass hier jemand gleich eine Base gesetzt hat neben dem Portal. Da müssen wir gar nicht mehr so lange suchen. Unten im Tal wären wir angekommen und hier oben hätten wir uns erstmal hocharbeiten müssen. Aber jetzt können wir direkt hier landen. Und damit haben wir Treffen 5 schon mal abgeschlossen, den Meilenstein, und schauen uns gleich den nächsten an, nachdem wir die Belohnung abgeholt haben. So, und der nächste Punkt ist: Übertrage historiografische Flusswerte für Nada. 0 von 3. Wir pinnen den an und gucken einmal gerade rüber. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall auf eine Raumstation und das werden wir jetzt erstmal machen. So, wir sind angekommen auf der Raumstation und begeben uns mal direkt zum Kartografen. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, was er hier hat. Artefakte müssen wir, glaube ich, finden. War so, ne? Eines uralten Artefakts, genau. So. 3 Karten brauchten wir. Ich würde sagen, wir machen uns hier mal direkt auf den Weg hin. Ja, dann begeben wir uns mal in den Landeanflug und sehen mal, was wir hier gleich alles so vorfinden. Ich weiß ja nicht, ob das hier jetzt gleich schon irgendwie zählen könnte. Wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht auch doch. So, 0 von 3. Mal gucken, ob sich das gleich ändert. Da lernen wir gleich nochmal ein Wort der Gags.
So, Dosimeter-Meter-Messung für Nada durchführen. Eins von drei, das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Und dann machen wir uns mal auf den Weg und setzen die nächste Karte aktiv. Wir gehen auf Route planen. Und da haben wir schon eins gefunden. Direkt vor uns. Das macht es natürlich gleich weit einfacher. Da müssen wir nicht noch irgendwie rechts, links durch die Gegend. Natürlich fliegen wir jetzt auch erst wieder in Orbit, dass wir mit dem Pulsantrieb dort dementsprechend schnell hinkommen. Da sehen wir sie auch schon. Gucken, wo wir landen können. Vielleicht direkt hier. Den nehmen wir hier natürlich auch mit. So, wo ist das gute Stück? Etwa ganz oben drauf? Nein, oder? Nein. Da haben wir es doch. Stumpf dran vorbeigelaufen. So, der Dosimeter, den setzen wir gleich wieder zur Messung ein. Anzeige abschließen. Und damit haben wir 2 von 3. Also direkt wieder rüber zum Raumschiff. Und wir starten das nächste. Perfekt, da haben wir einen Monolithen. Nicht ganz, dass ich wollte, aber vielleicht geht es auch damit. Müssen wir mal gleich gucken, ob er das damit auch akzeptiert. Damit haben wir ja auch eine Kommunikationsmöglichkeit. Vielleicht reicht das, vielleicht nicht. Oh, der war ja so gut wie direkt unter uns. Der war gar nicht weit weg. Wenn der nicht reicht, müssen wir natürlich gleich noch mal eine Runde weiterfliegen. Mal gucken, dass wir hier jetzt auch landen können. Jawohl. Das hat doch schon mal gut geklappt. Ja, da sind wir nach ein paar Stunden die Akkus dann doch abgeschmiert nach der letzten Warnmeldung. Einmal gerade gewechselt und jetzt können wir direkt hier weitermachen.
Mal gucken, ob es damit auch geht. Und damit geht es auch. Historiografie-Lektion haben wir damit abgeschlossen. Jetzt nehmen wir das hier natürlich nochmal mit. Und dann schauen wir uns gleich den nächsten Part an. Jetzt holen wir erstmal die Belohnung ab. Und erhalte das Mythos-Signal. So, wir schauen uns einmal die Details an. Wähle die Mission Anormale Forschung. Stufe 1 haben wir fertig. Sende historische Daten von außerirdischen Artefakten. Okay, gut, würde ich sagen, starten wir damit durch. So, ein weiteres außerirdisches Artefakt haben wir jetzt nochmal hier gescannt. Da haben wir jetzt eine uralte Ruine und sind hier schon im Anflug. Und ich hoffe mal, das wird uns dann jetzt helfen, das Ganze hier abzuschließen. Wir werden also mal hiermit kommunizieren und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Also nehmen wir hier nochmal eine Dosimetermessung für Nada mit. Hier hat sich aber noch nichts geändert, ne? Sende historische Daten von außerirdischen Artefaktstätten. Ja, das haben wir ja gerade gemacht. Wir haben das eigentlich soweit auch schon abgeschlossen. Problem ist, dass wir noch kein Okay bekommen. Und das hier abzuholen. Denn das habe ich gerade eben schon versucht. Ich war kurz einmal in der Anomalie und das geht soweit noch nicht. Ich würde sagen, wir versuchen das mal, nachdem wir das jetzt gerade hier abgeschlossen haben. Das heißt, wir gehen noch mal in die Anomalie. Vielleicht habe ich gerade eben auch nur Pech gehabt, weshalb auch immer. Wir holen uns die jetzt direkt hier hin. Einmal umsetzen. Und dann schauen wir uns das nochmal an. Vielleicht hat er irgendeinen Datensatz vorhin doch nicht ganz, weiß ich nicht, akzeptiert oder sowas. Na, jetzt haben wir auf jeden Fall 4, ganz offiziell. Mal schauen, ob es ausreicht.
Ich hab's gerade übersprungen, oder? Wo ist es denn jetzt hin? Da ist es doch, Menschenskinder, Leute. Da ist es, andere Kuriositäten. So, da muss doch bei. Kollektives Bewusstsein, damit haben wir es abgeschlossen. Die Belohnung holen wir uns gerade mal fix ab. So, genau, habt ihr gerade gesehen, wie viel ihr dafür braucht? Wir können es ja nochmal angucken. 80. Ihr braucht 80 Quecksilber. So, der nächste Part. Sende das Mythos-Signal aus. Ja, ich würde sagen, das machen wir und sehen uns gleich wieder. So, wir haben die Anomalie verlassen und jetzt schauen wir mal ins Inventar. Da haben wir das Mythos-Signal und das senden wir jetzt aus. Die Echo-Quelle finden wir dann irgendwo hier. Mal schauen, wie weit wir dahin müssen. Oh, nur eine Position weiter. Dann machen wir das doch fix. Da haben wir es auch schon, nachdem wir gerade einmal kurz einen Scan gemacht haben. Und wir machen uns mal direkt auf den Weg dorthin. So, ungefährer Standort, das heißt, wir landen und müssen gleich erstmal mit dem Scanner nochmal suchen, dass wir da irgendwie auch dann dementsprechend hinkommen. 74 Units, die können wir gut bequem laufen. Das ist nicht ganz so weit. Ja, da vorne wird es auch wahrscheinlich auch schon sein. War immer noch ein bisschen zu weit weg, um dass das wirklich akzeptiert. Jetzt haben wir es. So. Echo ist geortet. Wir machen uns direkt auf den Weg hin. Und holen uns schon mal unser Schiff hier wieder her.
So, wir laden die Daten herunter. Und damit senden wir nochmal das Mythos-Signal aus. Echo durch die Epochen. Das haben wir damit auch abgeschlossen. Wir sammeln die Belohnung ein. Und schauen uns den letzten Part an. Ergreife das Schwert der Geschichte. Nada hat ein abweichendes Muster. Ja, gut, okay, das kennen wir. Das gemeinsame Bestreben der Reisenden hat eine vollständige Karte der historischen Anomalien geschaffen, mit der Polo das Mythos-Signal konfiguriert hat. Sende das Mythos-Signal aus und verfolge das abweichende Echo. Da oben ist unser Ziel, so wie das aussieht. Und da müssen wir uns mal auf den Weg hin machen. So, wohin ist er abgeflitzt? Da ist er. Eingehende Nachricht, dann kommunizieren wir mal. Mit Schiffs VI verbinden. Zur Flotte hinzufügen. Eine richtig geile Regatte. Mega nice. Die gefällt mir richtig gut. Historisches Vorbild. Haben wir damit abgeschlossen. So, Freunde, hier holen wir uns auch die Belohnung. Schließen damit auch Phase 5 einmal komplett ab. Und denkt dran, für diejenigen, die das auf jeden Fall hier gleich auch noch sehen, helft mir einmal bitte in Phase 4. Vielleicht habe ich da einen Bug. Vielleicht stehe ich da auch ungemein auf Verleitung. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Passend zu Phase 4. Oder auch hier unten drunter. Ich würde mich darüber freuen, wie kriege ich hier die 8 voll. Ich habe noch keine Lösung gefunden. Wäre euch da echt dankbar. Von daher alles andere hier. Lasst gerne Daumen nach oben da, Kommentar, Abo, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich darüber freuen und dann hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ja, 800er Abo-Special-Verlosung wird jetzt auch noch folgen am Wochenende. Wenn ihr noch teilnehmen wollt, macht das gerne. Da gibt es noch einiges mit bei. Gibt noch einige Begleiter, an die es kein Rankommen mehr gibt. Und natürlich auch noch ein Ei vom lebenden Schiff und ganz, ganz, ganz viele Ressourcen und sowas. Ja, würde sagen, wenn ihr wollt, macht einfach mit, nehmt dran teil. Und damit würde ich sagen, macht euch einen schönen Start ins Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut, bis dahin und ciao. Hat an der Uhr gekriegt? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.